ja, sehr positiv, weil jeden Tag sind irgendwo Konzerte und Partys. Und du kannst dich auch, wenn du nicht eine Karte für ein Konzert hast, kannst du dich auch vor die Hessentagsarena oder so setzen und kannst dann einfach mit Freunden da abhängen und einfach das Konzert auch so genießen. Was würdet ihr Wetzlarer Jugendlichen empfehlen, für, wie sollen sie sich darauf vorbereiten? Gar nicht, einfach drauf vorher viel schlafen. Ja genau, vorher viel schlafen. Vor allem, wenn sie direkt in der Stadt wohnen wie ich. Das ist nämlich schon ein bisschen hart, aber es geht. Werdet ihr auch nach Wetzlar kommen? Ich denke schon. Ja, mal gucken. Und du? Klar. Eigentlich sonst alles. Alle feiern mit und es ist voll viel los in der Stadt und das ist, da freuen sich eigentlich die meisten drüber. Wir gehen jetzt wohin? Wir gehen hoch zu St. Ursula, weil da so ein katholisches Projekt ist. Steinchen.